Ach, herrlich, die Sonne scheint, es wird langsam wieder warm, zwischendurch natürlich wieder kalt, aber der Garten wacht so langsam wieder auf. Hinter mir der Knoblauch und die Zwiebeln fangen schon langsam an zu wachsen und hey, einige Sachen haben wir auch schon ausgesät. Habt ihr gesehen im Aussaatvideo im Januar, auch nochmal Dankeschön für das schöne Feedback und heute machen wir weiter. 5 Pflanzen habe ich heute mitgebracht, die wir im Februar aussehen können. Und für die Leute, die sich auch mal die Finger schon schmutzig machen wollen, habe ich auch was mitgebracht, was wir direkt ins Beet aussehen können. Schnacken nicht, legen wir los, fangen wir mit der ersten Sorte an. Blumenkohl, einer meiner Lieblingskohlsorten. Schön gekocht und angeschwitzt mit Butter. Herrlich! Wenn ihr mal ein Rezept sehen wollt, schreibt es mal unten rein, da mache ich mal eins. Den können wir jetzt aussehen, denn bei 15 bis 20 Grad fängt dieser bereits an zu keimen. Und wenn wir den in den Quickpot sehen, unter Kunstlicht packen, dann kann der dort wachsen. Und wenn wir dann im April circa ein paar Blätter dran haben, können wir den raus ins Freiland setzen. Denn dann sind die Temperaturen so konstant, dass dem nichts mehr im Wege steht. Ja, ne? Fein, ne? Ihr freut euch auch, dass es wieder was wärmer wird, oder? Ja, schnell weg. Weiter machen wir mit dem Knollensellerie. Ja, ist ja gut da hinten. Auch Knollensellerie, Suppengemüse Nummer 1, können wir jetzt vorziehen. Dieser Keim bei 20 Grad, Achtung, Lichtkeimer, also nur ganz leicht oder gar nicht mit Erde bedecken, unter das Kunstlicht setzen und schon können wir diesen, wenn er gewachsen ist, nach den Eizeiligen raussetzen. Das ist ja jetzt gut. Ihr kriegt ja hier extra Ration Futter. Mann, du. Der Würsing. Auch ein Gemüse, was wir jetzt schon vorziehen können, denn bereits bei 2 Grad keimt dieser bei uns in den Quickpot-Platten unter dem Kunstlicht. Und sobald dieser dann seine ersten richtigen Blätter bekommt, stellen wir ihn warm bei 15 bis 18 Grad, pikieren diesen in extra Töpfen und so Mitte, Ende März können wir diesen dann mit einem ausreichenden Pflanzabstand in unsere Frühbeete reinpflanzen und können uns dann auf eine schöne Ernte freuen im Laufe des Jahres. Und für die Freunde, die sich jetzt schon die Finger schmutzig machen wollen, habe ich jetzt schon was. Spinat. Können wir jetzt schon aussehen? Und das machen wir jetzt auch, denn bei den jetzigen Temperaturen, wir haben jetzt hier so 8 bis 10 Grad, können wir den jetzt direkt ins Beet aussehen. Sollte es aber dennoch mal kälter werden, ein kleines Vlies drüber werfen oder eine dicke Schicht Stroh oder Heu. Und dann ist dieser auch geschützt und wir können uns erfreuen an frisch wachsendem Spinat. Den werden wir jetzt hier schön aussehen. So, eine Kultur, die jeder von uns schon mal angebaut hat. Kaum der Redewert, wird ganz wenig beachtet. Mal nebenbei immer nur ausgesät. Radieschen. Aber wer jetzt schon richtig Kribbeln in den Finger hat und was aussehen möchte, hey, wieso denn nicht Radieschen? Da könnt ihr was richtig, richtig Frisches aus dem Garten ernten. Ziemlich früh. Und ich habe jetzt hier eine Eiszäpfchen, heißt das so? Eiszäpfchensorte. Und die kommt jetzt hier auch ins Beet zwischen meinem Zwiebeln und meinem Knoblauch. Und dann können wir diese später früh abernten und haben hier wieder freie Fläche. So, und jetzt seid ihr dran. Packt euer Saatgut und eure Anzuchtplatten raus, deckt euch reichlich mit Anzuchterde ein oder vielleicht macht ihr ja sogar selbst. Würde ich mich mal sehr, sehr interessieren. Schreibt mal unten rein. Und dann geht's los. Aussaat im Feld oder in den Anzuchtplatten. Wie macht ihr das? Was seht ihr jetzt schon aus? Wo seht ihr das aus? Alles mal in die Kommentare tippen, würde mich mal interessieren. Und ansonsten, Freunde, dem Video einen Daumen nach oben geben. Abo nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht erledigt habt, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich lehne mich jetzt zurück, genieße die Sonne und euch wünsche ich noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Herrlich.